Wie verdiene ich eigentlich mein Geld? Ich glaube, die ersten 3 Jahre meiner Social Media Karriere war es klar. Da war es durch Fitnesstraining, durch den Verkauf von Fitnessprodukten, allgemein im Bereich Klamotten, Nahrungsergänzungsmittel, Fitnessstudio-Mitgliedschaften, Online-Trainingskurse, Events, alles in diesem Bereich. Und heute sind es aber Investments, Consulting, M&A-Geschäfte, Zeitarbeit. Und darüber will ich heute mit euch sprechen. Und zwar, wie ich mein Geld verdiene, aber auch wie ich mein Geld nicht verdiene. Und ich will auch nochmal das Thema Geld verdienen etwas besser erklären. Bevor das losgeht, will ich auch euch nicht hängen lassen, denn bei mir war es auch so früher. Ich hatte das große Glück, dass ich nach München kam und mich dann relativ wohlhabende Leute in die Hand genommen haben und im Endeffekt mit mir gemeinsam einen Businessplan und Businessstrategien ausarbeitet haben. Und wenn auch du wissen möchtest, wie wirklich vermögende Menschen ihr Geld aufbauen und wie man sich nach unseren Schablonen ein komplettes Geschäft aufbauen kann, wo wir schon über 100 Partner haben, die zwischen 10 bis über 500.000 Euro Umsatz machen, dann habe ich einen Link für dich hier unten in der Beschreibung. Und wir machen dazu am Sonntag um 21 Uhr ein Live-Training und gehen das 90 Minuten durch und schauen uns quasi an, wie kann man sich ohne Vorkenntnisse ein Business-to-Business-Cashflow-Geschäft aufbauen, wo du schon nach 4 bis 8 Wochen die ersten 10.000, 20.000 Euro Umsatz machst und dann noch 3 weitere ganz wichtige Schritte, also melde dich hier an und schau es dir an. Das zweite ist, ich werde euch heute den Unterschied zeigen zwischen einem Investmentgeschäft, was kapitalintensiv ist, mit später Rendite und Cashflow-Geschäften, wo man sofort Geld verdient. Ich werde über Exits sprechen. Ich werde über das Thema sprechen, willst du eher mehr wachsen oder Geld aus der Firma rausziehen? Und über verschiedene Businessmodelle. So, das allererste Thema ist, wo ich zum Beispiel kein Geld verdiene, ist bei sowas wie der Restaurantkette, ja? Sowas wie zum Beispiel bei Juicery. Da haben wir jetzt außerdem eine neue Location aufgemacht in München. Extrem cool. Endlich auch bei mir in der Heimatstadt die Möglichkeit, dass ich eine Bowl essen kann. Aber da ist zum Beispiel folgendes Thema. Und zwar, wir müssen einmal das Thema Geld verdienen definieren. Zum Beispiel Elon Musk. Ja? Elon Musk hat letztes Jahr circa 8 Milliarden plus minus 8 Milliarden verdient, indem er Aktien verkauft hat. So, das heißt also, er hat quasi Verkäufe gemacht, also Exits. Exits. Das war also ein Weg, wie er quasi Geld verdient hat. Dann der zweite Weg war aber, sein Vermögen ist ja um über 100 Milliarden gestiegen, weil quasi sein Firmenwert ist gestiegen. Und er hält ja circa 25-30% hält er an Tesla. Dann hat er noch SolarCity, SpaceX, Neuralink und andere interessante Firmen, The Boring Company. Und sein Vermögen ist, glaube ich, um über 100-200 Milliarden gestiegen. Aber das hat, dieses Geld hat er ja quasi nicht wirklich verdient, also quasi, er hat es ja nicht liquide rausgezogen. Das heißt, dieses Geld hat er ja wirklich verdient, das hat er sich rausgezogen. Das war also Teilverkäufe von Aktien, von Firmenanteilen. Dann sein Vermögen ist gestiegen, das ist jetzt eben eine Definitionssache. Hat er jetzt wirklich 100 Milliarden verdient? Eigentlich nur auf dem Papier. Er hat diese 100 Milliarden verdient, aber auf dem Papier, er hat ja die Aktien noch nicht verkauft. Und Punkt Nummer 3 ist das Thema Gehalt. Und soweit ich weiß, hat der Elon Musk sich ein Gehalt ausbezahlt von 0. Also der hat sich als Gehalt nichts ausbezahlt. Gar nichts. So, das sind also jetzt die Möglichkeiten. Und du musst Folgendes verstehen. Was ist denn im Endeffekt dein Ziel? Willst du ein möglichst hohes Gehalt ausbezahlen? Fragezeichen. Willst du einen möglichst hohen Firmenwert
Oder willst du im Endeffekt, und das geht irgendwo Hand in Hand, einen möglichst hohen Exit, wenn du die Firma verkaufst? Und bei mir ist es so, ich will mir eigentlich das minimale Gehalt auszahlen. Also minimales Gehalt. Und zwar aus zwei Gründen. Wenn ich jetzt Firmenanteile verkaufe und ich mache Exits und ich habe eine Holding, dann zahle ich da unter 10% Steuer. Wenn ich mir jetzt ein Gehalt auszahle, dann zahle ich da circa plus minus 50% Steuer drauf. Das heißt, was will ich eigentlich machen? Ich will von meinem Leben eigentlich die meisten Kosten nicht als Gehalt auszahlen, sondern eigentlich über die Firma laufen lassen. Das heißt, wenn ich Flüge mache, dann kombiniere ich das mit Business, dann sind es Business-Trips. Wenn ich mir Autos hole, dann sind es Firmenwägen. Das heißt, wenn ich essen gehe, dann sind es meistens Geschäftsessen. Das heißt, ich versuche quasi, die meisten Kosten, die ich habe, durch ein Steuerkonstrukt über die Firma laufen zu lassen. Bei mir ist es natürlich auch einfacher, wie bei vielen anderen, weil ich bin ja in Anführungszeichen auch YouTuber, auch Künstler. Ich kann zum Beispiel sagen, hey, der Dubai-Trip, der ist jetzt für Business und dann kann ich da die 20.000 Euro absetzen und ich mache dann da drüben Videodrehs und so weiter. Und wenn man jetzt quasi privater ist oder Unternehmer ist und dann nach Dubai fliegt und da kein Business hat oder das nicht als Business quasi deklarieren kann, dann geht es natürlich nicht. Aber ich mache quasi Folgendes. Ich rechne mir quasi aus, was sind denn die Kosten, die ich im Endeffekt habe, um optimal zu leben, so wie ich will. Ja, und sagen wir jetzt zum Beispiel, einfach nur mal als Beispiel, das wären 10.000 Euro, die ich privat brauche. Im Monat alles andere kann ich über die Firma laufen lassen. Dann zahle ich mir vielleicht höchstens 30.000 Euro aus. Ja, dann habe ich circa 15.000 Euro, nicht ganz, Steuer. Ja, 10.000 gebe ich aus, 5.000 Euro sind übrig. Und warum will ich ja trotzdem, dass noch was übrig bleibt? Warum? Ich will mir auch eine private Bonität aufbauen bei der Bank. Viele sagen, hey Karl, geh doch nach Dubai. Ja, aber wenn ich jetzt in Dubai bin, dann zahle ich zwar keine Steuern, aber für diese 5.000 Euro, die ich habe, ja, zahle ich zwar 15.000 Euro Steuer, aber wenn ich die wieder einsetze und ich habe eine gute Bonität und ich investiere jetzt beispielsweise in Immobilien oder sowas, dann kann ich sogar hier das Ganze hebeln, zum Beispiel mal 5 und habe dann 25.000 Euro, weil ich wieder was von der Bank bekomme. Ist aber ein anderes Thema. So. Das heißt, ich zahle mir quasi das minimalste Gehalt, also ich verdiene hier das minimalste. Und dann gibt es zum Beispiel kapitalintensive Geschäfte, ja, kapitalintensive Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel das Restaurant-Business. Ja. Und da ist es so, da ziehe ich mir zum Beispiel null Gehalt raus, da verdiene ich im Endeffekt gar nichts und ich habe da einen 10-Jahre-Plan und will dann da nach 10 Jahren zum Beispiel 100 Läden plus haben. Und dann ist beispielsweise die Firma, sagen wir mal, 100 Millionen Euro wert. Dann verkaufe ich vielleicht mal 5% von der Firma für 5 Millionen Euro. Und dann kann ich sagen, okay, jetzt kaufe ich mir halt irgendwie, jetzt zahle ich halt die Villa an, die ich haben will. Oder ich kaufe mir jetzt den Supersportwagen oder keine Ahnung was. Oder ich verkaufe eben noch mehr und hole mir ein Private Jet oder sowas. Aber im Endeffekt verdiene ich da quasi 10 Jahre lang gar nichts. Ganz im Gegenteil, ich gehe sogar her und tue von anderen Unternehmen, wo ich Cashflow verdiene, das Geld sogar da rein investieren, um schneller zu wachsen. Denn der Punkt ist ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe jetzt hier 10 Läden, nur mal so als Beispiel, und mache 1 Million Euro Profit, ja, dann kann ich mir jetzt die 1 Million Euro rausnehmen oder ich kann sagen, ich stecke diese 1 Million Euro wieder rein und dann komme ich im nächsten Jahr, also wenn ich jetzt die 1 Million Euro rausnehmen würde, dann würde ich vielleicht im nächsten Jahr nur von 10 Läden auf 20 Läden wachsen. Wenn ich aber die 1 Million Euro drin lasse und die voll investiere, dann kann ich vielleicht von 10 Läden auf 30 bis 40 Läden skalieren. Das heißt, wenn ich das Geld drin lasse, dann kann ich schneller skalieren, bessere Mitarbeiter, mehr Läden, mehr Locations und so weiter und so fort, ja, mache ich das einfach, okay, dann mache ich das einfach und dann verdiene ich hinten raus mehr Geld. Das heißt, bei mir gibt es wirklich kapitalintensive Unternehmen, wo ich sage, weißt du was, ich zahle mir da das minimale Gehalt aus oder gar kein Gehalt aus, reinvestiere alles in die Firma,
quersubventioniere es sogar noch, weil jedes Geld, was ich mir hier rausziehen würde, würde das Wachstum verlangsamen. Ich hoffe, das, was ich gerade sage, ist logisch. Und dann gibt es aber andere Unternehmensmodelle, wie zum Beispiel Consulting, ja, und wie zum Beispiel Thema Zeitarbeit. Da ist es so, wo ich auch zum Beispiel mit einem Franchise-Modell arbeite, bei beidem. Und da kostet mich zum Beispiel die Skalierung kaum Geld. Das heißt also, zum Beispiel beim Consulting oder bei der Zeitarbeit machst du zum Beispiel 10 Millionen Euro Jahresumsatz. Und da kannst du gar nicht so viel wieder reinvestieren, weil die Sachen kosten da gar nicht so viel. Du brauchst keine großen Maschinen, du brauchst keine großen Gebäude, du brauchst nicht mal mehr so viele Mitarbeiter, weil man ja mit Franchise-Partner primär arbeitet. Macht man bei der Juiceville auch teilweise, aber da machen wir auch viele eigene Läden jetzt in Zukunft. So, und dann brauchst du das Geld gar nicht und dann bleibt jetzt hier deutlich mehr Geld hängen. Dann bleiben zum Beispiel bei diesen zwei Modellen ein paar Millionen Euro übrig, okay? Aber dann nehme ich mir auch nicht das Geld raus, sondern dann nehme ich zum Beispiel so ein Geld und reinvestiere es beispielsweise hier in dem Unternehmen oder ich reinvestiere es in Immobilien oder ich gehe sogar her und kaufe mir zusätzliche Unternehmen. Warum? Weil irgendwann bringt dir mehr Gehalt und mehr Geld auszahlen nichts, weil wie sehr willst du deinen Lifestyle steigern? Das bringt dir irgendwann nichts mehr. Du brauchst eine gewisse Summe. Dafür zahlst du dir ein Gehalt aus und du willst ja dich als Unternehmer weiterentwickeln. Und weiterentwickeln kostet eben nun mal Ressourcen. Aber das meiste, was wir eben machen, ist Consulting, Zeitarbeit, Gastronomie, E-Commerce und M&A-Geschäft. Das sind die Dinge, die ich mit meinem, also das sind die Dinge, wie ich mein Geld verdiene. Und jetzt habe ich auch das Thema Geld verdienen nochmal erklärt. Und jetzt könnt ihr mir gerne hier Fragen drunter schreiben und ich hoffe, das Ganze war klar. Und wenn ihr zum Beispiel wirklich wissen wollt, wie ich meinen primären Cashflow erarbeite, dann schaut euch die Präsentation am Sonntag an oder wenn ihr das Ganze verpasst habt, dann meldet euch trotzdem unten an, klickt da drauf auf den Link und dann könnt ihr zumindest mal eine Wiederholung sehen. Und dann werdet ihr im ersten Schritt sehen, wie kann man sich ohne große Vorkenntnisse im Monat 10, 20, 50, 100.000 Euro Cashflow aufbauen, wie man kann dann im zweiten Schritt das Unternehmen automatisieren, einen Geschäftsführer holen, Investoren holen. Wie kann man dann im dritten Schritt sich an anderen Firmen beteiligen? Ja, sich an anderen Firmen beteiligen. Und dann, wie kann man im vierten Schritt sogar Firmen kaufen, mehrere, die optimieren, skalieren, fusionieren und dann im Paket wieder weiterverkaufen. Also, ich hoffe, das war einigermaßen klar. Bis dann, macht's gut, viel Spaß beim nächsten Video. Klickt den Link, meldet euch an. Bis dann.